Ja, Moment. was sagen wir dann? Wir sagen es dann beide nicht. Okay, gut. Synchron. Sehr gut. Hallo alle zusammen. Ja, unser zweites Video zusammen mit meiner Julia. Und zwar wollten wir noch gerne einen Tag machen. Wir hatten schon, das wollten wir schon vor längerer Zeit gemacht haben. Ja, Dann stimmt. hatten wir es aber irgendwie nicht Wir haben das gemacht. Kochvideo gemacht. Wir haben das Kochvideo Ihr habt meine gemacht. Stimme schon mal gehört. Ja, die haben dich aber auch schon mal gesehen. Ich habe dich doch Nee. auch mal gefilmt. Wo ich die Kamera dann hatte. Man konnte mich sehen. Ja. Mich schon mal gesehen. Genau, und zwar haben wir uns überlegt, einen Freundschaftstag zu machen. Das wollten wir schon vor einiger Zeit machen. Dann hatte ich mir allerdings die Fragen durchgeschaut und dachte so, also ziemlich, also vieles wiederholt sich irgendwie in gewisser Art und Weise. Und das ist dann auch irgendwie alles doof, weil ich kann auch noch mehr hier so. Ja, also für einen Freundschaftstag fand ich das irgendwie einfach doof, weil die Fragen waren viel zu wenig und dann hat sich vieles wiederholt. Wir können Sollen wir uns ja, mal selber einen ausdenken? genau, das wäre auch was. Nur in welchem Bereich? Bereich? Welches Genre wollte ich schon sagen? Also, Genre? ob Nicht es Horror. Essen oder Filme oder Musik. Musik könnten wir mal machen. Musik habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich habe, glaube ich, schon Filme. Ich habe Serien, glaube ich, schon gemacht. Aber Ja. ich muss einfach mal meine Tech-Videos mal Ja. durchgehen und dann können wir gerne auch mal selber einen zusammenstellen. Aber jetzt habe ich einen anderen Tech gesehen, wo ich dachte, ach, das wäre ganz lustig. Und zwar der TMI-Tech, der Too Much Information Tech. Dementsprechend befinden sich hier 50 Fragen in diesem Tech, die wir beide jeweils beantworten werden oder auch nicht. Das kommt drauf an, wir haben sie bisher nur Wir nehmen uns das überflogen. Recht heraus. Genau. Ich habe den Tag zuletzt gesehen bei der Jenny G und dachte mir, ach, das wäre eigentlich ganz gut, wenn ihr trotzdem wissen wollt, wie wir uns kennengelernt haben. Das war damals zu Schulzeiten auf dem Gymnasium und das war, wo ich das erste Mal sitzen geblieben bin oder das zweite Mal. Das erste Mal. Wir waren noch da in einer Stufe, oder? Mit, ach ja, mit Asmina und War das in dem Philo-Kurs oder war das schon davor? ich überlege, da War habe das ich. in dieser Projektwoche? Nee. Du hast mir mal erzählt in der Projektwoche, da kann ich mich aber ehrlich Aber gesagt nicht mehr daran erinnern. ich weiß noch, dass wir mit Sarah, du weißt schon, Ja. da saßen. Also ich saß mit ihr da und dann haben Sarah und ich, glaube ich, über einen Film geredet und du dann so, ja, der ist voll gut. Oh, das kann ich Aber ich gut. dachte Mich in die sowas letzten, dass wir einklinken. uns, dass wir beide uns da schon kannten und dann habe ich dich so mit Sarah bekannt gemacht. Ja, doch, Aber auf ich weiß jeden nicht, ob das Fall. vielleicht doch auch andersrum war, ob du Sarah kanntest. Nee, also Sarah habe ich, glaube ich, auch erst durch Philo kennengelernt. Die war mit, Nee, die war war nicht nicht in mit uns zu Philo. Philo. Die Deswegen. kam zu mir in die Klasse. Dann weiß ich nicht mehr. Also bewusst weiß ich nur noch, dass wir halt zusammen in Philosophie waren. Ja, genau. Und da haben wir uns, glaube Und ich, also da haben wir uns richtig da haben wir uns kennengelernt. wirklich richtig Und kennengelernt. Wir haben uns, lieben. genau. Ja. Genau. Das fing dann, das ging dann so weit, dass wir uns immer, wenn wir uns im Gang zufällig gesehen haben, hopsend und springend aufeinander uns zubewegt Manchmal haben. auch tanzend. Genau, tanzend war Ja. damals sehr angesagt. Doch, es ist so Ja. sehr, dass eine andere gemeinsame Freundin von damals gesagt hat, bevor wir mit ihr befreundet waren, dass wir ihr damals aufgefallen sind, weil wir immer so auf dem Gang aufeinander zusprangen vor lauter Freude. Wir waren ja nicht in einer Klasse. Wir hatten nur einen Ja, Philosophiekurs zusammen. Und genau. ja, das war tragisch. Was uns damals schlaflose Nächte bereitet hat. Nur schlaflos nicht. Naja, auf jeden Fall, das erklärt, Das ja, erklärt das jetzt wie wir uns alles. kennengelernt haben. Wie lange schätzt du, ist das jetzt ungefähr her? Wie lange kennen wir uns jetzt mittlerweile? Das wird in Warte mal, der. das müssen schon über 10 Jahre sein. Wahrscheinlich sogar 12. Warte mal, das war in. Wann hatten wir Philo denn gehabt? In der Oberstufe? Ja, und ich meine, nicht. Doch, in der 10 hatten wir uns schon Haben wir das kennengelernt. in der 10 schon gehabt oder hatten wir das in der 11? Ich glaube, wir hatten es erst in der 11. gehabt. Wirklich? Weil dann hatte ich Und. das ja nur ein Jahr. Und das hat gereicht. Ein Jahr hat gereicht, damit ich das nachher im Studium belege. Aber da war ich voll enttäuscht. War alles nicht mehr das Gleiche. Nee, wir hatten das mehr als ein Jahr lang. Weil ich konnte das ja dann nachher nicht mehr in der
13 konnte ich es nicht mehr nehmen, weil ich ja diese blöde Pflichtgeschichte machen musste, weil ich das vorher nicht belegt habe. Ach so, nee, dann hatten wir es, glaube ich, vorher gehabt. In der 7. Klasse konnten wir uns diese Div-Kurse aussuchen. In der 7.? Nee, in der 9. In der 9. In der 9., genau, in der 7. war dann, ist Französisch oder... genau, ich hatte dann Latein. Ich hatte Französisch. Mhm. Also konnten wir uns da schon mal nicht treffen. Genau, und ach ja, und in der 9. haben wir dann die Div-Kurse gehabt. Genau, da habe ich dann Informatik genommen. Ich auch, das war der größte... Aber da waren wir noch nicht in einer Stufe. Nee, da waren wir noch nicht in einer Stufe, aber da habe ich meine erste 6 kassiert. Und dann bin ich sitzen geblieben in der 10. Und dann kamst du zu uns in die Stufe. Und dann kam ich zu euch in die aber Stufe. Aber zu Asimina in die Klasse. In Asimina in die Klasse, die dann hinterher ja aufgelöst wurde. Und dann sind wir... Ach, du meinst in der... Die A. Die A wurde komplett aufgelöst. Wirklich? Ja. Und dann sind wir auf Klassen verteilt worden. Und warum? Ich bin Gott sei Dank, weiß ich voll vergessen. Ich weiß es. Ich weiß ehrlich gesagt den Grund auch nicht mehr. Ich habe das nur irgendwann mitbekommen. Waren es zu wenige? Wir waren recht wenige, ja. Aber ich fand, wir waren genug. Also... Manchmal ist weniger besser, ne? Es war eine normal große Klasse. Mehr. Das war, weiß ich nicht, also ich fand es normal. Und dann sind wir halt aufgeteilt worden. Und ich weiß auch, dass ich mit Asimina und Eva Gott sei Dank in eine Klasse gekommen bin. Und da hatte dann, da kam ja dann die Frau Vordermark. Vordermark, wie Hinterpfennig, kam dann das erste Mal zu uns auf die Schule und hatte dann ihre erste Klasse gehabt. Ach nein! Genau, und sie war meine Klassenlehrerin. Ach ja! Ja. Ach Gott. Und da habe ich, da weiß ich noch, da habe ich dann ein Referat über Orpheus gehalten und... Hast du nicht auch mal ein Referat über Tolkien gehalten? Ja, habe ich auch. Deswegen habe ich noch die ganzen Bücher. Das war auch so die heiße Herr der Ringe-Zeit. Das hat uns auch sehr verbunden. Ja, definitiv. Herr der Ringe, Harry Potter. Ja. War alles in unserer Oberstufenzeit. Ich sage nur das Triple. Oh, ja. Das Triple von Herr der Ringe, was bis 4 Uhr morgens ging. Wir hatten am nächsten Tag Schule. Und ich für Deutschklassenarbeit. Du hast auch das T-Shirt an. Dann bin ich auf den Gang getroffen. Ich so, da ist sie, das T-Shirt, das ist klar. Genau. Mit ich war dabei. Ja. Und die wollten, dass wir zwischen den Filmen so... Sport machen oder uns hinstellen, damit wir nicht zusammen sind. Also, aber als ob man nicht zu Hause genauso lange vor der Glotze sitzen würde. Echt, da kam wirklich zwischen dem zweiten und dritten Film ein Typ rein und alle waren schon, die Hälfte war schon draußen, weil draußen auch, glaube ich, irgendwie so Catering aufgebaut war. Nee, es gab aber es war doch, teuer, oder? Doch, da war Catering. Haben wir uns mal nichts gekauft, Nee, wir hatten uns nichts gekauft, weil man dafür, glaube ich, extra zahlen musste. Ja. Und dann... wir wollten gerade rausgehen, um auf Toilette zu gehen. Auf einmal kommt so ein Typ entgegen, stellt sich vorne hin. Und oh, jetzt stehen alle mal. Wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen. Wir machen jetzt mal alle den. Und alle so in den Sitzen so. Nee. Und ich so zu ihr so, raus, hier, schnell raus. Schrecklich. Ja. So, naja. Aber es war so dramatisch dann irgendwie noch, ne? Dann ja, weil meine Mutter sich an dem Tag das Bein gebrochen hatte. Und meine Mutter hat extra gesagt, so, ich habe gesagt, so, ich komme zu dir und so. Meine Mutter so, nein, ich bin ja hier im Krankenhaus gut versorgt. Geh du ruhig, du hast da lange drauf gewartet, auf das Triple. Und da haben wir wirklich ganz schön drauf gewartet. Und du kannst jetzt eh nichts machen und das fing ja dann abends auch an. Das heißt, Besuchszeit war dann eh zu Ende. Und ich musste die ganze Zeit an meine Mutter dann denken. Ja, und das hat mir so leid getan. Ja, und dann wäre es dann der dritte Film, wo wir das erste Mal gesehen haben. Ja. Ich glaube, wir haben während des ganzen dritten Teils Händchen gehalten und uns lief die Pisse runter bis zum Gehtnicht. Ich habe nicht geheult. Nein. Der erste Film, in dem ich geheult habe, war Wenn Träume fliegen lernen. Bescheuerter Titel, aber wahr. Was? Ja, das ist doch der mit Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Das ist der erste Film, in dem ich geheult habe. Ja. Vorher war ich immer nur sehr ergriffen, aber ich habe nicht geheult. Aber ich weiß noch, dass du mal gesagt hast, oh... Ja, ja, nein, ich bin auch wirklich immer so richtig so... Ja, du bist ergriffen, aber ich dachte echt, du hättest auch geholt. Nee, es macht mich bloß immer alles sehr glücklich dann. Oder traurig. Okay. Wenn Leute sterben, logischerweise. Ich würde sagen... geheult habe ich wirklich... Und das war in der Lichtburg, wo wir den gesehen haben. Weißt du das noch? Den, wenn Träume fliegen lernen, wo das die Geschichte von dem Typen, der dass ich mit dir da drin war, aber ich habe es irgendwie verdrängt. Also, pass auf. Wir saßen da alle, wir saßen natürlich in der Lichtburg oben auf der Empore, wir waren mit noch irgendwem da, ich weiß aber nicht mehr wer. Ich kann mich an dich erinnern. Ich weiß auch nicht mehr. Okay. Also ich weiß, dass wir beide da genau waren. Genau. Und dann am Ende sitzen die doch in dieser Szene, wo sie auf der Bank sitzen und er dann den kleinen Jungen endlich quasi auch noch rumkriegt, dass er ihn mag und sagt so, ja komm, ich
pass auf dich auf, aber du kannst machen, was du willst oder irgendwie so eine Scheiße. Und alles wird gut, deine Mama geht es jetzt wahrscheinlich besser da, wo sie ist. Und dann sitzt er da ja so, Wasser schwimmt in den Augen und guckt so ins Nichts und sagt so, ich kann sie sehen. Und da war ich einfach so. Und du warst so neben mir, boah, wieso flennen alle, weil vor uns so eine Reihe voller Frauen der war zwar süß, der war auch traurig, aber irgendwie hat mich das überhaupt nicht gepackt. Ja doch, diese letzte Szene, die war hart. Wahrscheinlich, weil ich immer nur dachte, Johnny, zieh dich aus und komm zu mir. Aber egal, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, wenn ich so Filme mit Johnny Depp... Aber das ist definitiv der falsche Film dafür. Auch mit Johnny Depp. Ja, eigentlich schon, aber auch irgendwie auch wieder nicht. Weißt du, weil er ja dann so alles stehen und liegen lässt, nur um seiner Leidenschaften. Weißt du, das, was er wirklich mag, zu folgen. Und ich mag das, wenn Menschen irgendwie für ihre Ziele auch Sachen mal aufgeben. Und dann möchtest du, dass sie sich ausziehen. Und dann möchte ich, dass sie zurückkommen und sich ausziehen. Ich würde sagen, wir fangen mal lieber mit dem Tag an. Das war ich auch. Wir müssen nochmal ein neues Video machen. Oh. Nein, wir fangen jetzt einfach mal an. Also, der Too Much Information Tag. Frage Nummer 1. Warte mal, ich mach mal. Ja. Yeah. So. Ach, wir sind sogar hier bis unten. Frage 50. Sehr gut. Frage Nummer 1. Was hast du gerade an? Was hast du an, Julia? Wir fangen gerade an. Oh, ja, ist sie hier noch jetzt? Ganz witzig, weil... Hier kommt die Geschichte. Letzten Winter war ich total besessen von Sternchen. Jetzt hast du vorgegriffen. Ich hatte nicht nur eine Sternchenstrumpfhose, Sternchenstiefel, solche Stiefletten mit so Nietensternen drauf, so einen so einen fetten Nietenstern und irgendwas, eine Sternchenbluse. Und dann habe ich das mal alles auf einmal an, das war ein bisschen too much, aber es war mir völlig egal. Aber jetzt kam der Frühling und der Sommer und ich dachte so, es sind jetzt Pünktchen, deswegen habe ich auch heute meine Dinge Pünktchen. Pünktchen? Nein! Da kann man das noch sehen. Da sind auch Pünktchen drauf. Man kann es aber nicht sehen. Also es ist die H&M-Kombi. Es sind Pünktchen. Es ist Pünktchenzeit, aber die ist, glaube ich, schon fast wieder vorbei. Okay. Hm. Ja, okay. Ja, ich habe nur Jeans und so ein altes Oberteil. Nein, nicht ein altes. Das habe ich sogar relativ neu. Es ist aber Secondhand, weil ich das von einer Arbeitskollegin, von deren Freundin, deren Mutter gekriegt habe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und das mag ich momentan sehr gerne, weil es halt jetzt für Sommer eigentlich recht... Ich finde es schön hier mit diesem Spitzenteil. Ich mag das auch mit diesem Spitzenteil. Und Spitzenteil. Heißes Spitzenteil. Und ich bin ja sowieso so ein Fan von dieser Khaki-Tarnfarbe, Gedöns, keine Ahnung was, ne? Ja. So mag ich eigentlich recht gerne, auch wenn ich eigentlich meine Oberarme nicht so gerne zeige, aber momentan finde ich es eigentlich ganz gut, weil ich... Warm, um die Oberarme nicht zu zeigen. Weil ich ja auch gestern hier mein Piep-Piep-Dingen wieder abgelegt habe und meine blauen Flecken sind Gott sei Dank fast alle wieder weg. Ich hatte doch hier mit EKG-Dingen da rum. Und ich habe wirklich, ich hatte hier einiges an blauen Flecken gehabt und ich dachte, ich war nur so froh, als ich es abgenommen bekommen habe. Ich bin reingekommen zur Sprechstundenhilfe, die hat mir gesagt, die ist um 6:45 schon da. Ich war Punkt 6:45 war ich da und dann macht sie mir so die Tür auf so, Herr, erlösen mich. Und ich sehe, ja bitte. Oh mein Gott. Ja. Okay. So, ja. Zweitens, je verliebt gewesen. Ja, aha. Klar. Was soll man dazu noch sagen? Drittens, hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Aha. Ja. Kann man nicht anders sagen. Sprichst du jetzt für mich oder? Nee, für mich. Oder sprichst du auch für dich, okay? Erinnerst du dich nicht mehr? Ja, dessen Name jetzt nicht genannt werden. Voldemort? Nein! Sag nur. Nein. Welches Moment? Es hat auch nicht so lange gehalten, aber für mich war es relativ tragisch am Ende, obwohl ich während des Schlussmachens nicht so ergriffen war wie er. Flennend, ich nicht flennend, okay. Aber danach flennend. Und dann saß ich doch einen Samstag auf deiner Couch und wir haben Yoshi's Island gespielt. Und dann war alles wieder gut. Und danach ging es mir wieder besser. Das will ich auch hoffen. Ja, ich verdränge das. Und du hast mir so gut zugehört und ich die ganze Zeit nur bla bla bla. Und dann hat er gesagt und dann habe ich gesagt bla bla bla. Ja, ich verdränge sowas. Ja, dann waren wir aber auch noch, da waren wir definitiv auch noch jünger. Ja, und immer kamen alle zu mir mit Beziehungsproblemen und ich
Ich weiß gar nicht, aber was ich sagen sollte, weil ich hatte noch nie eine. Und, ja, aber ich war immer, also war alle gut. Haben immer gesagt, ich konnte so gut zuhören. Stimmt. Und dann, ja, quasi. Das ist unfassbar. Jens, wie groß bist du? Wie groß bist du? 1,78. Und ich bin 1,72, / 1,73. Also in meinem Pass steht 1,73, aber viele sagen, ich bin einen Tacken kleiner. In meinem Pass steht 1,76, weil meine Mutter und ich damals nicht mehr genau wussten. Und seitdem habe ich mir nicht mehr getraut, das zu ändern, weil ich konnte in der Zeit nicht mehr wachsen. Und es war mir immer so peinlich, deswegen sehen wir hier im Pass steht 1,76, aber ich bin 1,78. Du mit deinen Modelmaßen, wie war das? Nicht mehr. Dementsprechend, fünftens, wie viel wiegst du? Die Frage verweigern wir beide. Verweigert. Weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall mehr wiege und viele wissen mein Gewicht an etwa, weil ich es mal gesagt habe in einem Video. Also such das Video. Genau, such das Video einfach und ja, packt einfach noch ein paar Kilos drauf. So. Ich verweigere. Punkt. Genau, Punkt. Dann, sechstens, Tattoos. Hast du Tattoos? Nee. Hier? Ich habe auch keine. Ich habe nicht mal so Rubbel-Tattoos. Habe ich auch nie gehabt. Nee? Nee. Echt? Doch, ich wollte als Kind mal so einen Delfin, den wollte ich mir da unbedingt hier hinmachen. Da hat irgendjemand erzählt, dass man davon Krebs kriegt. Dann habe ich es gelassen, das ist natürlich Quatsch. Oh Gott. Ja. Mir wurde auch mal erzählt, dass man, mir hat auch mal eine erzählt, dass. Rubbel-Tattoos ja nicht, ne? Mir hat immer eine erzählt, dass blauer Nagellack krebserregend sei. Oh, ja dann. Da war es mir dann auch egal. Aber mir war das immer total egal. Ich habe gerne blauen Nagellack getragen. Und ich hatte auch diese Rubbel-Tattoos, die mochte ich auch gerne. Allerdings sahen die immer nur am ersten Tag schön und sobald dann die Kleidung da drauf kam, klebte das immer, klebte die Kleidung immer dran und das fand ich dann immer so eklig. Und dann hinterher das alles wieder abkriegen, weißt du, dann mit den Härchen, dann hast du da Haare raus. Also war nicht schön. Also ich hätte gerne, muss ich ehrlich gestehen, ein richtiges Tattoo, aber erst, wenn ich dünner bin, wenn ich schlanker bin. Und was? Was weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall was selbst gezeichnet hat. Das war schön. Weil ich natürlich was haben möchte, was kein anderer hat. Und ich weiß schon, in welche Art Richtung es gehen soll. Ich weiß noch nicht genau das Design. Ich habe einige Vorlagen schon dafür gemacht. Oh. Und ich weiß auch schon, wo es hinkommt, aber das verrate ich nicht. Oh. Auf jeden Fall an einer Stelle, wo man es nicht sieht. Oh. Da bleibt ja nicht viel. Aber ja, und halt, es soll so in die Richtung Bohème gehen, Moulin Rouge, so die. Kann ich mir jetzt aber kein Bild darunter vorstellen. Ja, doch, da gibt es einiges. Da kannst du viel mitmachen. Ist das eher Schnörkel oder eher. Nee. Also nicht Schnörkel, das ist schon ein starkes Motiv. Und ich überlege halt dann irgendwie da drumherum halt so die Schlagwörter der Bohème hier, so mit Liebe, Freiheit. Ne, Schönheit und Wahrheit drumherum irgendwie zu machen und irgendwie sowas in der Art habe ich mir immer vorgestellt. Sowas Moulin Rouge-mäßiges. Aber naja, das irgendwann später mal. Dann siebtens Piercings. Hast du Piercings? Hab zwei Ohrlöcher. Ja, ich auch, aber das war's dann auch schon. Okay. Dann achtens One True Pairing, OTP. Okay. Was ist für dich ein One True Pairing? Zum Beispiel Ron und Hermine. Ja. Also wenn man jetzt mal so sagt, Bücher oder Filme oder so, wenn man das jetzt auf das beschränkt, was dann auch tatsächlich passiert. Allerdings fand ich die schon seit dem dritten Teil, fand ich ja schon, dass sie zusammengehörten. Seit dem dritten Buch war mir klar, dass die zusammenkommen würden. Ja. Weil, bescheuert eigentlich auch, weil sie ihn da warnt hat. Das heißt immer, dass man zusammenkommt. Genau. In Büchern. Ach, also das fand ich auf jeden Fall ziemlich gut, aber es gibt ja auch noch dieses riesige Universum der Beziehungen, die nie zustande kommen, aber die man in seinem Kopf hat oder so. Ja, oder die Leute, die sich immer nur Briefe schreiben oder so und sich nie treffen und aber eigentlich lieben sie sich und weiß ich nicht. Also Beispiel? Da gibt es doch hier dieser Roman, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber da sind auch die Hauptcharaktere, irgendwie schreiben die sich wohl nur Briefe und lernen sich aber irgendwie nie kennen oder was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Also mein One-True-Pairing ist natürlich meine beiden Katzen, Bo und Orion, die
sind für mich Yin und Yang, also die werden sich auch nicht. Ach so, ich dachte immer, One-Two-Pairing bezieht sich nur auf Literatur und Filme. Ja, bezieht sich eigentlich auch, aber dafür habe ich einfach kein Beispiel. Mhm. So, klar, mit Hermine und Ron hast du schon irgendwie recht. Ich würde aber dann, die sind auch nicht so mein One-Two-Pairing. Ja, meins auch. Das ist ja auch schon wieder vorbei, ich wüsste jetzt gar keinen. Meins auch nicht. Deswegen, was habe ich denn als letztes gelesen? Oder gesehen? Pärchen, die man sonst noch so gut findet. Ja, das Letzte, was ich wieder angefangen habe zu lesen, wegen des Trailers, ist natürlich Shades of Grey. Hast du den Trailer gesehen, Julia? Nee. Hast du überhaupt die Bücher gelesen? Nee. Okay. Da müssen wir gleich nochmal, dass die auf Twilight basieren, war für mich die Tür zu. Das sagen aber viele, aber komischerweise, wenn sie sich damit beschäftigen, dann sagen sie immer so, was hat denn das mit Twilight zu tun? Außer, dass die sich in den Büchern... Hat das überhaupt einen Plot? Das hatten leider ja. Leider, muss ich sagen. Also, wer spielt denn da jetzt mit? Das ist Tatum Channing, oder wie heißt der? Nein! Meine ich? Oder nicht, dass ich dir Falsches sage. Das ist der aus Dingens. Ich denn hier auf? Und dann noch diese Dakota... Fanning? Nee, warte mal, ich vertue mich jetzt gerade. Hör doch nicht auf mich hier. Nein, wie heißen die nochmal? Shades of Grey Cast. Dakota Johnson, genau. Und nicht. Jamie Dornan. Okay. So. Nee, ich dachte, jetzt habe ich mich voll vertan. Sorry. Ja, die beiden. Ich kann dir ja nachher mal den Trailer zeigen. Du musst ja die Sachen, du musst ja das nicht. Trauma davon? Nein. Du musst ja das nicht lesen, aber. Oh nein, was ist denn jetzt los? Was ist los? Doch, es läuft noch. Ich dachte jetzt schon, die Kamera wäre auf immer aus gewesen. Es zählt noch. Es zählt noch. Und wir müssen uns beeilen, weil das Video schon viel zu lang ist. Auf jeden Fall. 20 Minuten, Verena? Deine Videos dauern normalerweise eine Stunde. Ja, aber es beschweren sich mal mehr Leute. So Quatsch. Weiß ich nicht, kann eins mal auch egal. Neuntens. Lieblingsfernsehsendung oder Online-Show? Oh Gott! Entscheiden. Das ist momentan schwierig, weil ich habe vieles. Ich sage meistens immer dann eher so das Aktuelle. Mm. Also Fernsehsendung, überhaupt Sendung, ist momentan natürlich Sherlock. 3, 2, 1, Sherlock. Definitiv. Und Online-Show, also wenn ich jetzt, sag ich mal, also Online-Show gucke ich eigentlich ja dann Sachen auf YouTube. Mhm. Und da bin ich momentan total GameTube geschädigt. Okay. Also ich gucke momentan die Jungs von GameTube total gerne, besonders mit der letzten Klasse. Das sind die, die du mir mal gezeigt hast? Ja, da muss ich dir auch noch ein paar Sachen zeigen. Das ist wieder so lustig. Ich habe nicht vergessen, wie die heißen und konnte sie dann nicht mehr suchen. Das war eher tragisch. GameTube. Ja. Also bei mir ist es, das habe ich im Moment gar keine aktuelle Serie, aber die letzte Serie, die mir wirklich so richtig gut gefallen hat, war Castle. Kennst du Castle? Ja, kenn ich. Aber auch nur bis zu einer bestimmten Staffel, weil dann war das genauso wie bei Bones. Bones habe ich auch total geliebt. Okay. Aber da auch nur bis zu einer bestimmten Staffel, ich weiß allerdings nicht mehr genau welche. Eine spätere halt. Also die ersten Staffeln sind genial. Die haben Humor, die sind lustig. Zwischendurch ist es auch mal ein bisschen tragischer oder spannender oder so. Aber meistens sind sie halt einfach schön anzusehen. Und es ist auch interessant. Man ist auch überrascht von den Ergebnissen und so. Aber nachher werden die halt so überpolitisch. Und dann ist es immer zu amerikanisch für meinen Geschmack. Also so pathetisch. Ja. Und dann ist es immer nicht mal so... Nee, das geht überhaupt nicht. Mag ich auch nicht. Ja. Also die beiden Sherlock natürlich. Mhm. Auch. Als das rauskam Anfang des Jahres. Und Online-Show, hast du da irgendwas? Ja, und zwar bin ich ja zurzeit definitiv im K-Pop-Wahn. Okay. Und ich habe online ein Pärchen gefunden, die sind aus Kanada und leben schon seit vielen Jahren in Korea, in Südkorea und sind dahin gegangen als Englischlehrer und haben dann halt das YouTube-Film machen für sich entdeckt und zwar dadurch sind dahin gegangen und da war das halt auch gerade irgendwie so mit Nordkorea, dass sie so Südkorea so bedroht haben und die Familie hat sich voll Sorgen gemacht um die beiden und die sind auch verheiratet. Und sind halt relativ direkt nach ihrem Studium hingegangen und dann hat die Familie sich Sorgen gemacht. Dann haben die angefangen, Videos von ihrem Alltag zu machen, um zu zeigen, hier ist alles voll entspannt, die Leute haben keine Angst, das ist nur die Panikmache im Westen. Ja. Und das ist tatsächlich immer so irgendwie. Ja, und dann haben sie halt so gezeigt, was es so gibt und dann wurde es immer spannender und dann haben sie gemerkt, dass andere Leute das auch gucken und das total spannend finden halt so aus Europa und Amerika. Und dann halt auch durch diesen Musikteil, dass halt unglaublich viele Leute K-Pop toll finden. Mhm. Und jetzt haben die das halt professionell, die sind keine Lehrer mehr, sondern die leben davon, dass sie diese YouTube-Videos machen. Wow. Und der Kanal heißt Eat Your Kimchi, vielleicht kennt das ja auch der eine oder andere.
Und die haben so ein richtiges Programm. Cool. Also montags machen sie immer eine, oder relativ häufig im Moment sind sie ganz beschäftigt damit, einen Kaffee aufzumachen. Einen Kaffee auf in Korea. Also die haben immer irgendwelche krassen Projekte am Laufen. Also montags besprechen sie meistens irgendein Musikvideo, was neu rausgekommen ist. Natürlich immer K-Pop, logisch. Und dann, geil, aber die machen das halt, nicht. Die machen das halt so total ulkig. Die sind beide total witzig. Sie hat so pinke Haare zum Teil, total schön sieht das aus. Und dann haben sie noch so einen ulkigen kleinen Hund, den sie immer so einen türkisen Streifen auf dem Rücken färben und eine unglaublich süße Katze, so eine ganz dicke, die immer nur in der Ecke pennt und sogar liegen isst. Also, total ulkig. Und die sind wirklich so witzig und es macht einfach super Spaß, denen zuzugucken. Und die haben wirklich so ein festes Programm. Eben machen sie ein Musikvideo, dann machen sie immer, dass sie irgendwas komisches, verrücktes kaufen, was es hier gar nicht so gibt. Irgendein komisches Teil für den Haushalt oder sowas, okay. Oder ein Spielzeug. Und dann noch irgendwie, dass sie irgendwo essen gehen, weil da ja auch die ganz andere Küche ist und so. Und dann zeigen sie das halt immer, was es so gibt. Und dann machen sie immer Ausflüge überhin. Die haben eine riesige Fangemeinde. Ich war mal völlig geschockt, als sie mal gezeigt haben, dass sie irgendwo hingegangen sind, haben sie eine Tour gemacht. Und da waren dann 10.000 Leute in irgendeinem Stadion und da standen die dann. Und ich dachte so, okay, ich sage dir selber nur Pärchen, die Videos machen auf YouTube. Nein, sie sind eine Institution. Oh mein Gott. Ja, das ist sozusagen meine Online-Show. Oh cool. Und weil die so oft kommen, kann man halt wirklich fast jeden Tag auf YouTube gucken, so was gibt's Neues, kommst du von der Arbeit nach Hause, oh, jetzt gucke ich mir erstmal YouTube an und dann. Oh cool. Das macht voll Spaß. Hat mir bisher echt nichts gesagt. Macht wirklich Spaß. Wirklich und mal gucken. Noch besser. Es wird noch besser. Du hast doch letztens gesagt, dass du nach einem Radiosender guckst, so, wo auch K-Pop läuft. Mhm. Die machen zurzeit eine Radiosendung, so immer so eine halbe Stunde ungefähr, natürlich mit Musik zwischendrin. Oh. Und zwar heißt das SBS Pop Asia und das ist von Australien. Okay. Und die haben nämlich so einen K-Pop-Sender quasi online. Ah, nein. Und da haben die dann immer so ein halbstündiges Segment, was immer freitags kommt. Du kannst dir das aber im Internet immer wieder und wieder anhören quasi. Und dann erzählen die halt so, was sie gerade erlebt haben, halt so alltagsmäßig. Oder was halt gerade so in dieser K-Pop-Szene so am Laufen ist und was man im Internet nicht so mitkriegt einfach. Oh, cool. Das ist echt, also das macht echt Spaß. Oh, das hört sich cool an. Okay. Wir sind zugeballert mit schönen neuen Infos. Finde ich sehr gut. Obsession. So, Nummer 10. Passt ja direkt. Lieblingsband. Ja, da können wir, glaube ich, dann, wenn nur von K-Pop reden. Im Moment schon. Also das europäische, deutsche und so, was im Radio läuft. Höre ich auch nicht. Also, haut mich irgendwie nicht mehr um. Nee. Macht keinen Spaß mehr. Nee. Der einzige, der mir jetzt noch gefallen hat, ein bisschen ist Ed Sheeran. Wobei ich Icy Fire kann ich auch nicht mehr hören, der das Lied gesungen hat. Ach, jetzt wäre der Ja, ja, so. Genau. Nee. Aber der hat ein neues Lied draus und das finde ich ganz gut. Ansonsten hören wir die ganze Zeit Radio auf der Arbeit. Das ist auch mal ein bisschen anstrengend, aber. Okay. Also, Girls' Generation. Girls' Generation. Obwohl ich, wie gesagt, auch Sister sehr gut finde und natürlich Brown Eyed Girls. Ich habe noch eine ganz neue entdeckt, die heißen. Komischer Name, aber egal. Mamamoo. Und das ist das erste Mal, ich habe das erste Mal gedacht, so, sind das Kühe? Hat das irgendwas mit Müttern zu tun? Nee, das sind auch, ist auch so eine Vierergruppe und die haben jetzt gerade halt ein Lied raus, aber die sind halt so ein bisschen so jazzig. Oh. Und so total, und so ein bisschen so wie dieses Motown oder so. Ah, okay. Voll gut und die haben halt alle so ein Charaktergesicht und haben halt mega Spaß dabei einfach. Bei Girls' Generation denke ich manchmal bei den Live-Auftritten, wenn ich mir das so angucke, denke ich immer so, ein bisschen gelangweilt, oder? Mhm. Aber die waren, gehen halt so richtig ab, wahrscheinlich, weil sie noch so neu und unverbraucht sind. Ah, cool, das ist ja genial. Ja, dann 11. Vermisst du etwas? Gibt es etwas, was du vermisst? Jetzt allgemein oder jetzt gerade? Nee, ich denke mal so allgemein in deinem Leben. Findus. Ja, was vermisse ich? Weiß nicht, so manche Sachen. Schon wieder jemand, den ich nicht kenne. so gewisse Sachen aus meiner Kindheit vermisse ich. Also ich vermisse irgendwie unsere alte Wohnung damals am Kaiserpark. Mhm. Ich vermisse die Zeit mit Patti, wo wir uns immer im Kaiserpark täglich getroffen haben und Fahrrad gefahren sind. Ich vermisse mein altes Fahrrad. Mhm. Mein allererstes großes Fahrrad vermisse ich. Mhm. Ich hatte ja damals nur das kleine mit den Stützrädern gehabt. Das habe ich irgendwann als Kind komplett auseinandergebaut. Weil ich Mechaniker spielen wollte.
Und meine Eltern haben es nicht mehr geschafft, zusammenzubauen, dann ist es weggeschmissen worden. Nein! Und ich kann das nicht nochmal zu einem echten Mechaniker bringen können. Ich habe es auch irgendwie wohl mit der Kette, ich habe es ramponiert, ich weiß es nicht. Aber bin ich Mechaniker! Ja, ich habe irgendeine Sendung gesehen im Fernsehen und dann wollte ich Mechaniker sein und dann, keine Ahnung, ja. Und dann habe ich mein eigenes, selbstgeliebtes Fahrrad zerlegt und dann habe ich es nie wieder gekriegt. Ups. Und dann irgendwann hatte ich das dann von meinem Bruder gefahren, das hatte irgendwie jeder. Das war so total bunt und hatte dann auch diese Knöpfe, diese großen Ballen an der Seite gehabt zum Fahren. Und das war irgendwie so blau, gelb, rot und so. Das hatte irgendwie jedes Kind, glaube ich, irgendwie Pucki gehabt. Pucki? Heißt es Pucki? Also, ich hatte einen Pucki. Okay, ja gut, dann hatte das anscheinend einen Namen und ja, und das war halt so dieses Standardfahrrad, das hat man irgendwie überall irgendwie gesehen. Und das hatte mein Bruder und das habe ich dann auch fahren dürfen, als mein Bruder es nicht mehr brauchte, weil mein Bruder ist fast 8 Jahre älter als ich. Ja. Und dann irgendwann habe ich ein eigenes dann bekommen, ein großes, und dem traue ich immer noch hinterher, weil mit dem habe ich fahren gelernt. Ich habe ja erst ziemlich spät Fahrrad fahren gelernt, erst mit 7 oder 8 Jahren. Und ich habe nicht früher gelernt, glaube ich, oder? Ich fand das irgendwie spät, weil irgendwie jeder in meiner Umgebung konnte da so irgendwie doch schon. So in der Grundschule. Ja, in der Grundschule, aber ich habe auch erst zu dem Zeitpunkt erst schwimmen gelernt. Fand ich auch ziemlich spät, muss ich sagen. Ich glaube, ich aber auch. Okay, oder? Weil alle um mich herum konnten das alle schon, deswegen fand ich das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Na egal. Ja, so Sachen halt. Ja. Ne? Naja. Dann 12. Lieblingslied. Ach, da hat sie noch ihr Single. Ich wollte gerade sagen, da hat sie noch ihr. Ja, Lieblingslied. Was ist momentan dein Lieblingslied? Weil im Moment, also allgemein kann man es nicht sagen, weil man hat, ich habe täglich andere Lieblingslieder. Und momentan. Also ganz lange war von Lee Hyori dieses Love Radar. Ja. Und das andere, egal, auf jeden Fall von der fast jedes Lied. Aber im Moment. Ich muss gerade selber mal gucken, wie man es heißt. Doch! Nee. Oder eben von Ed Sheeran, Sing. Das ist echt gut. Also meins ist momentan Be Good von eigentlich Waxahachie, aber gesungen von Emily Kinney. Mag ich es momentan am liebsten, weil vielleicht kennen viele die Szene aus The Walking Dead, wo sie momentan, oder was heißt momentan, aber zuletzt halt mit Daryl alleine war unterwegs und dann verschanzen sie sich da in das Haus und sie sitzt am Klavier und singt dann halt das Lied Be Good und er hört ihr zu und ich fand das so süß und oh Gott. Habe ich das ist für mich ein One-True-Pairing. Ah, die sollten, also. Die sollten auch zusammenkommen, aber viele beschweren sich immer, die ist da viel zu jung für ihn und weil in der Serie spielt die. Am Anfang war sie 16, jetzt mittlerweile ist sie wohl, glaube ich, 18 oder 19 in der Serie. Die Schauspielerin selber ist aber eigentlich so alt wie wir. Die ist 28, wow. 29. Die sieht aber so jung aus. Ach. Und er ist in der Serie so um die 35, ist aber selber 45 Jahre alt. Deswegen finde ich jetzt von den Charakteren her, ich weiß nicht, also ich habe da nichts gegen. Viele beschweren sich mal. Es ist ja auch eher eine Notfallsituation, ne? Genau. Aber ich finde es schön, wenn sie zusammenkommen würden. Na egal, auf jeden Fall, das ist momentan mein Lieblingslied. So, waren wir denn jetzt hier mit den Fragen? Hattest du deinen schon gesagt? Ja, ne? Ja. Gut. Ich war jetzt gerade so nervös. 13, wie alt bist du? 28. Ich bin 29. 14 Sternzeichen. Zwilling. Skorpion. 15 Qualitäten, die du in einem Partner suchst. Dass er nicht nur humorvoll ist, sondern auch meinen Humor versteht. Deswegen denke ich mal, hast du auch deinen Partner geheiratet. Definitiv. Ne? Das finde ich auch mal sehr wichtig. Dass, ja. Nicht nur, dass er mich amüsiert, sondern dass er auch immer meine Witze lachen kann. Ja, das finde ich auch immer sehr witzig. Oder dass man auch mal selber über sich lachen kann. Ja. Oder so. Das ist, ich finde das sehr wichtig, dass man mit dem Humor auf einer Linie ist. Weil alles andere ist Kacke sonst in der Beziehung. Ah. Weil wenn der Partner dann irgendwie sagt, so, ach, hör doch mal auf. Oder lass das doch mal, du bist peinlich. Oder irgendwas, das ist dann immer so, denke ich mir so, weg dich. Das Einzige. Geh weg.
Das Einzige, was mich ja gleich peinlich ist, ist das K-Pop-Gedöns. Ich glaube, das ist jedenmann peinlich. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeden Mann, den ich irgendwann mal haben werde, jeder wird das peinlich finden. Dafür hat man Freundinnen. Eben. Mhm. Dafür sind wir Mädels da, das alles dann miteinander teilen. So, dann 16. Das Lieblingszitat. Das finde ich eigentlich immer recht schwierig, weil eigentlich so, wenn irgendwo im Internet gefragt wird, gib mal dein Lieblingszitat an, dann finde ich das immer... Oh Gott, das weiß man doch nicht spontan. Wenn man es hört, dann denkt man... Eigentlich nicht, aber mittlerweile habe ich mir eins ausgesucht. Okay. Und zwar, mein Lieblingszitat ist wie war das nochmal? Jetzt natürlich auf Anhieb fällt es einem nie ein. Das passiert mir ständig. Nein, aus einem Film. Ich weiß allerdings nicht, ob das vielleicht aus einem Buch auch sein könnte, aber ich kenne es nur aus einem Film. Und zwar ist das... die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen leben nie. Ah. Ja. Ah, okay. Gut. Ja. Eins, was vielleicht oft auf mich zutrifft, ist, und das so ein bisschen ähnlich wie das, was du gesagt hast, ist, hab die Angst und mach es trotzdem. Sehr gut. Das muss ich mir manchmal sagen. Finde ich gut. Ja. Passt ja auch so ein bisschen dazu. Das stimmt. Okay. Oh Gott. Oh nein. 17. Lieblingsschauspieler. Geht gar nicht, weil ich habe so viele. Ja. Wir waren vorhin schon bei Johnny Depp und Ausziehen. Aber. Ja. Also ich muss sagen, momentan mein aktueller Lieblingsschauspieler, muss ich wirklich zugeben, ist Benedict Cumberbatch. Ja, gut, ja. Aber ich muss auch sagen, hier, wie heißt der wieder? Martin Freeman? Martin Freeman ist auch super. Also super. Wie der den Hobbit gespielt hat, wenn er mal nicht so Action-Bam-Bam-Rennen war, sondern einfach mal so ein bisschen Fokus auf die Szene, wie der den gespielt hat, da saß ich echt nur so, okay, voll gut, gut gemacht. So auch die erste Szene, wo er auf Gandalf trifft beim ersten Mal, war gut. Ja. Doch, der ist auch wirklich klasse. Ja, aber ich bin momentan Benedict Cumberbatch beschädigt. Er ist echt. Erstmal finde ich ihn vom Aussehen her total yummy. Ich mag so Männer, die so ein bisschen, die so kantig sind. Er hat sehr kantige, mehr im Gesicht so. Kantige Züge, aber das mag ich halt sehr, wenn die nicht aussehen wie jeder andere so. So ähnlich wie das ja auch, war ja auch bei dem Star Trek Film so, oder? Ja. Irgendwie man denkt, die sehen alle so gut aus, aber am tollsten findet man dann immer noch den Cumberbatch, weil zum Beispiel Chris Pine, der hat so dieses 0815 schöne Gesicht. Und dann denkt man nur so, ja. Da hast du nichts, wo du irgendwie denkst, so ja, da bleiben die Augen so dran hängen. Die mystischen Wangen. Na da! Genau. Deswegen, und ich finde einfach, er ist ein so toller Schauspieler, also so wandelbar und dann, weiß ich nicht, wenn er dann Sherlock einmal selber spielt und dann halt, wenn er als Sherlock selber dann sich nochmal irgendwie auf die Schippe nimmt und dann diesen Betrunkenen da spielt, wo er dann zu Watson sagt, so, schlagen Sie mich, und dann steht er doch da vor der Tür und dann so, ja, ich schlagen, können Sie mich reinlassen, ich bin überfallen worden und so. Und hast du jetzt die dritte Staffel schon durchgeguckt? Ist sicher. Hast du, wo er den Heiratsantrag macht, wo du denkst, was passiert hier? Ich hab ja angefangen, die Staffel mit der Alex zu gucken, weil die kannte ja Sherlock gar nicht. Ne? Und dann habe ich, wo wir ja unseren Düsseldorf-Tag hatten, habe ich ja bei Saturn dann die dritte Staffel geholt auf Blu-ray. Und am nächsten Tag waren wir nur hier am Chillen und dann habe ich gesagt, so, ja, sollen wir was gucken? Und sie so, ja. Und sie so, ja, du kannst ruhig Sherlock anmachen, weil die erste Folge, die allererste, hatte ich mit ihr geguckt. Mhm. Und sie fand die schon recht gut. Und dann habe ich ihr so erklärt, klasse. Dann habe ich erklärt, was halt am Ende der zweiten, weil der Reichenbach-Fall natürlich passiert, beziehungsweise richtige Sherlock-Fans wissen, was da passiert. Mm. Und ich habe so geheult. Ich habe so geheult. Und dann fängt auf einmal die erste Folge der dritten Staffel an und Alex und ich so, ha! Oh mein Gott, was ist das denn? Diese ganze Wirklichkeit, die da aufgelöst ist, wir verraten es natürlich jetzt nicht, aber es ist, oh mein Gott, das war der Hammer. Ja, deswegen, also das, nee, bin ich momentan noch sehr geflasht von. Mhm. Nummer 18, machen wir weiter. Lieblingsfarbe?
Lila! Lila! ich muss ehrlich gestehen, ich habe wirklich gar keine Lieblingsfarbe. Kaki. Kaki, aber ja. Aber das ist immer so stimmungsabhängig, ja, tagesformabhängig. Ich würde auch nicht lila Klamotten tragen. Also wenn ich mich zum Beispiel aber bei McDonald's, ne, sagen wir jetzt mal Beispiel McDonald's, und da, die haben da wieder diese Gläser. Ja, ja, jetzt die haben neue, und ich weiß. Da habe ich mir nämlich dann das Rosane geholt, also das Pinke. Wenn irgendwie sowas ist, dann sage ich immer Pink. Also dafür entscheide ich mich schon. Ja. Das, Grün finde ich aber auch schön. Ja, je nachdem. Eigentlich sind wir nicht mehr in dem Alter mit Lieblingsfarben, oder? Ich meine. Nee, eigentlich nicht, aber ne? Weil ich mag in jeder Farbe, in jedem Bereich gibt es irgendeine Farbe, die ich mag. Also ja, bei Orange gibt es einen Orangeton, den ich gern mag. Lila? Es gibt, ja, dieses Halloween-Orange. Ja. Oder bei Lila, finde ich, gibt's, da habe ich mehrere Töne, Lila-Töne, die mir gut gefallen, aber ne, das ist auch immer so stimmungsabhängig. Genau, und bei Nagellack eigentlich alles, was mit Rot zu tun hat. Ja, oder auch Pink. Aber da hole ich auch immer, ja, weiß ich nicht. Oder Lippenstift, finde ich, zurzeit muss Pink sein. Ja, das ist ganz schlimm. Mann. Also, ich habe auch mal das Problem. Und dann merke ich immer zu Hause, scheiße, den hast du dir schon geholt. Nächste Frage. 19. Laute Musik oder leise Musik? Das hängt ganz von der Tageszeit ab. Morgens kann ich die nur leise hören, weil ich ja gerade erst aufwache sozusagen. Und ich wache so früh auf zurzeit. Aber dann, wenn ich im Zug bin und auch heute ein sehr lautes, nerviges Pärchen, dann geht's wird los. Aufgedreht. Oder wenn ich nach Hause laufe und die letzte Energie aus mir rausholen muss, weil ich den ganzen Tag rumgeackert habe und dann noch das letzte Stück vom Bahnhof nach Hause tippel, dann mache ich hier irgend so ein lautes, was so einen richtigen Beat hat, zu dem man auch so loslaufen kann. Das muss auch laut sein. Und zum Tanzen laut. Ja, also bei mir ist es eigentlich fast ausschließlich nur laute Musik. Selbst wenn ich mal, klar ist das zwar irgendwie so stimmungsabhängig, aber selbst wenn es mir mal schlecht geht, dann höre ich ruhige Musik. Nicht so, nicht so viel Utz-Utz, aber dann halt laut. Also ich muss immer so, bei Musik muss ich immer in so einer Blase sein. Ich muss immer so umhüllt sein davon. Und ich mag das sehr gerne, wenn Musik mich so packt, dass ich nichts anderes mehr mitkriege. Das ist schön, so, das mag ich sehr gern. 20. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Zu mich, ja. Weiß ich nicht, das ist... Nach Hause, keine Ahnung. Zum Lachen in den Keller, zum Weinen auf dem Dachboden, ich habe keine Ahnung. Also das kommt drauf an. Also meistens will ich dann auch alleine sein und weiß nicht, wenn ich wirklich deprimiert bin oder so, dann mag ich es irgendwie gerne draußen irgendwie rumzulaufen oder so, aber alleine dann. Also ich, ja, keine Ahnung. Kommt immer drauf an. Also ich habe da jetzt keinen bestimmten Ort, wo ich hingehe. Das ist auch komisch. 21, wie lange brauchst du, um zu duschen? Ja, so 10 Minuten, 15 Minuten, wenn ich das ganze Programm mache. Ich würde auch sagen, wenn ich das ganze Programm mache mit Lady Shave und was dazu gehört, vielleicht nochmal ein kleines Peeling, schrub, schrub. Genau, dann würde ich auch sagen, so 15 Minuten. Ja. 22. Wie lange brauchst du, um morgens fertig zu werden? Es könnte schneller gehen, glaube ich, aber ich bin einfach langsam morgens. Also ich stehe ja doch wirklich ziemlich früh auf im Moment. Und insgesamt habe ich dann eine Dreiviertelstunde Zeit, um mich fertig zu machen. Ich brauche die Zeit nicht komplett, aber dann mache ich halt immer noch irgendeinen Krempel. Okay. Aber so, um wirklich quasi fertig zu sein, um mental fertig zu sein, das Haus zu verlassen, brauche ich zurzeit eine Dreiviertelstunde. Okay. Die gebe ich mir sozusagen selber. Ich bräuchte eigentlich eine Dreiviertelstunde, aber ich habe immer nur eine halbe, weil ich mal zu lange im Bett bleibe. Aber es passt. Also ich schaffe es einigermaßen, aber eigentlich eine Dreiviertelstunde wäre besser, um ein bisschen nicht so abgehetzt dann hinterher zu sein. Finde ich so, aber bei mir ist das Schlimme ja auch noch, dass ich meine Bushaltestelle direkt vor der Tür habe. Das ist dann so von wegen so, um halb kommt der Bus. Hm. Ja, es ist halb. Ach, morgens hat der immer 2 Minuten Verspätung. Oh mein Gott! Und ich kriege den Bus trotzdem noch, ehrlich. Wow. Also das ist, muss ich ehrlich sagen, krass. Dann 23, jeweils in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen. Nein. Ich nicht. Also ich habe mich früher ein bisschen immer mit meiner Schwester gekabbelt, aber das ist nicht so, das ist nicht wirklich was, wo man einem so
So, also du hast dich nie geprügelt, richtig? Nee. So. Ich auch nicht. Mhm. So, würde ich aber gerne mal, um ehrlich zu sein. Aber nicht mit mir, ich habe Angst. Nein, um Gottes Willen, das muss schon jemand sein, den ich mag. 24. Den du nicht magst, meinst du, oder? Habe ich doch gesagt, den du nicht. Du hast gesagt, den ich mag. Nein, den ich nicht mag. 24, turn on. Was turnt dich on? Ist das jetzt nicht wirklich ein bisschen too much information? Du kannst ja auch sagen, Lakritzschnecken turn mich on oder sowas. Also was findest du gut? Schokolade. Schokolade. Bücher. Filme. Also wenn Verena zum Beispiel sagt, komm zu mir, ich habe neue Filme und außerdem Cupcakes gemacht, dann bin ich sofort angeturnt und stehe innerhalb von einer Stunde vor der Tür. Turn on. Also ich, ja, bei mir ist das auch so. Filme, dann bei mir ist das ganz schlimm mit Musik. Wenn ich irgendwie Musik für mich entdeckt habe, irgendwas Neues, dann wird das erstmal bis zum Kotzen gehört. Ja, okay. Und das ist für mich dann auch so ein richtiger Antörner. Das ist mir dann auch völlig egal, ob ich dann irgendwas dafür vernachlässige oder sowas. Aber das wird dann ständig angemacht. Ja. 25, turn off. Was turnt dich off? Gestank. Finde ich auch. Würde ich auf jeden Fall definitiv dazu zählen. Strenger Körpergeruch. Deswegen muss ich auch zurzeit immer sofort duschen, wenn ich nach Hause komme. Ich auch, aber das ist bei dem Wetter einfach Pflicht. Ja. Deswegen, ich fand das auch so schlimm, wo ich ja die Manschette um hatte. Mhm. Wollte ich, weil unter der Woche ist es so, dass ich meistens immer eher abends zum Duschen / Baden komme und mich morgens halt immer nur wasche. Mhm. Und das konnte ich dann an dem Abend ja nicht machen, weil ich das Ding um hatte. Und das fand ich ganz schlimm. Und dann bin ich morgens da früh, ganz früh zur Ärztin gegangen und da hat mir die Frau Skubala das abgenommen. Und dann bin ich erstmal wieder nach Hause gerannt, weil ich noch eine dreiviertel Stunde Zeit hatte. Und dann habe ich aber diesmal dann eine halbe Stunde geduscht. Also ich habe alles, das komplette Programm habe ich gemacht. Ich habe mich mit drei verschiedenen Duschgels gewaschen. Und weiß ich nicht, das war so schön zu duschen. Das glaubst du gar nicht. Doch, glaube ich nicht. Dann 26, die Gründe, wegen denen du YouTuber geworden bist. Das machst du dann jetzt mal. Genau. Das kennen viele, das habe ich auch schon oft gesagt. Das war einfach eine spontane Idee, weil ich selber eigentlich als eine Person galt, damals jedenfalls, die sehr schüchtern war, sehr zurückhaltend, in der Schule nie den Mund aufgekriegt hat. Aber damals waren wir nicht mehr in der Schule. Und nee, das nicht, aber so hatte ich immer noch vom Gefühl her, ne, dass mir das noch immer so hinterhergesagt wird. Und ich wollte einfach irgendwie zeigen oder beweisen, dass es auch bei mir anders geht. Hm. Und das habe ich damit gemacht. Und ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen, weil mittlerweile, wenn ich das vielen erzähle, dass ich früher immer 5 und 6 im Mündlichen hatte, weil ich mich nie gemeldet habe, dann lachen mich viele immer aus. Weil die sagen, wie dümmen. Ja, der war gut. So. Nee, aber über Dinge reden, die einen interessieren und über Dinge reden, die einen nicht interessieren. Ja, gut, das kann man jetzt vielleicht nicht so vergleichen, aber ich war ja auch allgemein recht so sehr zurückhaltend. So, und fand ich. Und das wurde dann auch in der Oberstufe immer noch schlimmer. Und das, ich weiß nicht. Ja, war bei mir auch nicht so gut. Aber ich war auch in der Schule mega still. Ich hatte meine mündliche Note, hat mich nie irgendwie rausgehauen aus irgendwas. Aber ich finde auch, dass Schule ist irgendwie auch nochmal sowas für sich. Das kannst du nicht so beurteilen, wie du nachher im Leben dann bist. Da entwickelst du dich nochmal ganz anders danach. Das war dann auch so. Ja. Gründe, warum du nicht YouTuber geworden bist, Julia. Fangen wir mal so an. Es gibt so viele. Nein, keine Ahnung. Das hat mich nicht davon abgehalten. Habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Also ich fand das immer faszinierend, sich einfach so davor zu setzen und wirklich so sein ganzes Leben zu teilen oder wenigstens das Leben aus einer Sparte, sei es jetzt Beauty, Kochen oder Gaming, oder da zeigt man ja nicht unbedingt sein Gesicht. Mhm. Das fand ich schon ganz spannend. Aber das habe ich auch so nach und nach erst entdeckt. Und als du das gemacht hast, angefangen hast, da war ich ja auch immer noch so irgendwie in der Phase, dass so aufzusaugen eigentlich. Okay. Dass ich selber mal darüber nachgedacht habe, das ist, glaube ich, das ist jetzt irgendwie erst viel später mal gewesen, aber dann hätte ich auch gedacht, worüber würdest du das machen wollen? So diese Beauty-Sparte ist komplett überladen. Ja. Andererseits, wenn man halt wirklich so den Drive dazu hat und das so richtig mit Passion macht, kann man das trotzdem auch irgendwie neu anfangen. Wenn ich kennst du zum Beispiel diese Yamina 1404? Der Name ist die macht das, glaube ich, erst seit einem Jahr oder so.
Aber die ist so genial, die macht das mit so viel Begeisterung, egal was sie dir zeigt, egal was sie so in die Kamera hält, du willst es danach auch haben. Die fixt einen Okay. an, das ist, oder guckst dann lieber nicht, das ist Gefährlich, gefährlich. das lieber Die nicht. kaufst nämlich auch nicht in der Drogerie ein. Oh, nee, Ja, okay. nee, also das ist echt krass, aber ansonsten hätte ich halt gedacht, da müsste ich erstmal Es wäre ein für mich Thema jetzt, es wäre für finden. mich persönlich jetzt sehr interessant. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr überhaupt noch so lange zuguckt, ob ihr wollt oder euch vorstellen könnt, dass Julia einen eigenen Kanal ausmacht. Und wenn ja, worüber? Genau, worüber? Im Moment ist ja meine Leidenschaft K-Pop, also würde ich dann wahrscheinlich sowas Ähnliches machen wie Ikio Kimchi, nur nicht ganz so krass ausgefallen, weil die sind professionell. Aber würde ich wahrscheinlich über K-Pop reden wollen oder so, wie ich dir diese CD da zusammengestellt hatte. Das würde mir Spaß machen, irgendwie so eine Art K-Pop-Radio machen, zu machen oder sowas. Das wäre Aber echt das wäre dann klasse. halt nur mein Geschmack. Und dann denke ich immer, das ist ja viel zu eingegrenzt, ob das dann die Leute überhaupt interessieren würde, weil es ja nur die Sachen sind, die mir gefallen. Und der ganze Rest, wo dann immer alle sagen, aber du hast das vergessen und du hast das vergessen und du hast das und das ist viel besser und so. Und dann. Ja gut, vielleicht kannst du dadurch auch wieder irgendwas lernen oder Entdecken. kennenlernen oder so. Ja. Und andere von dir auch irgendwie, weiß ich nicht. Das ist halt eben die Sache. Aber naja, gut. Schreib das einfach mal. Dann 27 Ängste. Ja, zum einen, das, was du gerade angedeutet hast, Horrorfilme kann ich nicht. Kann ich einfach gar nicht. Körperlich und geistig kann ich nicht. Und Motten. Motten. So Ängste habe ich jetzt nicht direkt. Also ich laufe jetzt nicht. Motten finde ich jetzt zwar nicht so angenehm, aber ich laufe jetzt nicht schreiend davon oder so. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass du jetzt schreiend davon Doch. läufst. Ja? Okay, also gut. Okay. So die einzige Angst, die ich jetzt so hätte, ist irgendwie ja, meine Familie zu verlieren oder irgendwelche Leute zu Ja, verlieren. So, das das ist natürlich auch die ja. Grundängste Die Grund, sozusagen. genau, die psychologischen Aber Grundängste. hast du denn nicht irgendwie so Sachen, die dir im Alltag mal, sage ich mal, einen Schreck einjagen, wo du dann jedes Mal denkst, egal wie oft du das schon gesehen hast, denkst du mir jedes Mal, oder. Ja, ich bin, Nee. also vielleicht früher mal, aber ich bin mittlerweile ziemlich schmerzfrei bei allem. So, ich Menschen, die bin. nachts klingeln? Oder das, ja, Nee. aber da haben mich ja diverse Leute wieder Ja, sowas braucht man ja dann auch. rausgerissen. Genau, ja, das war so, ja, ich habe, ja, da, das war aber eigentlich so, eigentlich hatte ich da nicht wirklich Angst, ich habe mich einfach selber bekloppt gemacht. Ja. So, 28, letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geweint habe. Bestimmt Ratter. bei irgendeinem Film habe ich geweint, Ja, aber. also wahrscheinlich nicht so richtig, aber dass einem halt die Suppe so hochsteigt, ne? Und denkt dann so, Gott. Ich glaube auch irgendwie. Ich glaube, irgendeine Folge, wo ich dann von irgendeiner Serie, die ich auch schon so oft gesehen habe, aber jedes Mal denke Also bewusst jetzt, wie gesagt, Film wird es bestimmt sein. Bewusst wüsste ich jetzt ich, nur so halt Sherlock richtig, bei flupp, der flupp. Reichenbach-Fall. Da habe ich, also jetzt, da liefen mir die Tränen, aber jetzt, jetzt auch nicht so in Bächen oder Nee. so. Nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. 29, letztes Mal, dass du jemanden "Ich liebe dich" gesagt hast. War bestimmt vor ein paar Tagen oder so erst. Vor ein Ich paar bin nicht so der, Tagen? ich bin nicht so der Typ, der die ganze Zeit rumrennt und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Der Standardsatz ist eher so, ich hab dich sehr lieb oder ich hab dich lieb. Okay. Aber wenn ich das wirklich nochmal extra betonen will oder dass die Situation wirklich so ist, dass ich so richtig bin, so. Ja, dann kann ich das Okay. nochmal sagen. Also der Satz hat bei mir immer noch so eine wichtige Stellung einfach. Der darf nicht abgenudelt werden. Das geht einfach nicht. Okay. Deswegen ist es meistens entweder gestern gewesen oder ein paar Tage her. Ich habe auch vor ein paar Tagen erst zu meinem Papa habe ich gesagt, ich habe dich lieb. Oh. Ja, weil er mir da was ganz Süßes gemacht hat. Oh. Dann 30, Bedeutung hinter deinem Online-Namen. So, ja, Julia, ne? Bedeutung, ja. Hey, ich bin jetzt auf YouTube angemeldet. Ich habe einen Online-Namen. Welchen hast du denn? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Suchen. Kann man das sehen, wenn man. Also, ich musste dann irgendwie einen Kanal einrichten, damit der nicht meinen echten Namen, mit dem ich auf Google einfach angemeldet nimmt. Dann musste ich nochmal einen anderen Kanal quasi Dann sag ihn einrichten. lieber nicht, das ist auch Das egal. ist komisch. Aber ist das mit welchem Namen, welcher Name wird dann angezeigt in den Kommentaren, wenn man einen Kommentar schreiben würde?
Weil das habe ich nämlich immer noch nicht gerallt, weil nämlich mein kompletter Name einfach in dieser Google-Anmeldungssache ist. Ja, das ist normalerweise der, bei dem du auch bei Google Plus hauptsächlich angemeldet bist. Du kannst aber auch neben darunter noch deinen eigentlichen Namen oder was weiß ich nicht, was irgendwie noch drunter ist. Ja, machen. Genau. Ich muss irgendwie so ein anderes Ding. Deswegen, also normalerweise, wenn du halt dann über deinen Kanal, über Google Plus kommst, herein. Und wenn da irgendwo dein richtiger Name steht, dann kann man den auch sehen. In den Kommentaren quasi. Selbst wenn man sich mit einem anderen Konto quasi noch anmeldet oder so. Aber ich musste echt ein zweites Konto dann machen, damit ich nicht mit meinem richtigen Namen da drin bin, weil wenn du dich einmal bei Google angemeldet hast, dann bist du ja für alles da irgendwie angemeldet, auch für YouTube. Ja, das war ein anderes Thema, da habe ich auch schon mal drüber ausgelassen. Okay, mach du. Nee, auf jeden Fall, ja, bei mir ist es einmal mal der Spitzname von meinem eigentlichen Namen, von Verena, Veri, und beziehungsweise ich wurde eigentlich nie Veri genannt früher, das ist einfach, das habe ich mir jetzt selber gegeben, weil mir nichts Besseres einfiel und dann halt Kanal, Veris Channel, ne? Veris Kanal halt einfach. Und ich muss es jetzt auch wegen Google Plus halt ändern, deswegen heißt es jetzt der Veri Channel. Aber das finde ich auch doof, das will ich auch mal. Hast du mal irgendwie nachgedacht, ob du irgendwie sowas nimmst, so wie zum Beispiel eben Vorstadt Cinderella oder was diese ganzen ausgedachten Namen halt, was gibt's da noch? Ja, habe ich auch lange überlegt. Aber Trash Tasmani. Ja, aber mir fällt sowas nie ein. Was soll ich denn da nehmen? Ich habe sogar schon mal einen Aufruf gemacht auf Facebook. Aber da sind ein paar gute Sachen bei mir gekommen, aber das hat ja irgendwie dann nichts mehr mit mir zu tun. Also ich glaube, wenn man mich dann suchen würde, würdest du mich darüber nicht mehr finden. Nee. Das ist das Problem. Ja, Vulpix oder Vulpix habe ich auch überlegt, aber das ist auch wieder, ich weiß es nicht. Naja, deswegen werde ich es erstmal so lassen. Ich werde mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwann nochmal ändere, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Dann 31, letztes Buch, das du gelesen hast. Bridget Jones, Mad About the Boy, Lage neu. 50 Shades of Grey, erster Teil. Ich bin jetzt momentan wieder beim zweiten. 33, letzte TV-Show, die du geschaut hast. TV-Show. Was ist damit jetzt gemeint? Sowas wie Late-Night-Show oder irgendwie sowas? Oder Serien? Also so Late-Night-Show, ja, aber so. Ja, du guter Lieblingsfernsehsender haben wir schon gehabt. Also so Late-Night-Show oder irgendwie sowas gucke ich eigentlich nicht. So vielleicht mal TV Total oder so, aber das habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Im Moment gar keinen Fan gucken und DVDs und YouTube. Ja, nee, also schon ewig nicht mehr. Weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. 34, letzte Person, mit der du geredet hast. Ja, das wäre geklärt. Ich sehe den Pack lieber. Ja, wo war ich? 35, die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der du zuletzt SMS geschrieben hast. Ich denke mal, darunter fällt auch WhatsApp, oder? Weiß ich nicht. Doch. Also zuletzt hat mich unter SMS 1 und 1 angeschrieben. Ich glaube, das kann man nicht als Beziehung nennen zu irgendeiner Person oder so. Weiß ich auch nicht. Nehmen wir mal WhatsApp. Okay. Zuletzt habe ich mit dir geschrieben. So. Ich habe zuletzt mit Micha geschrieben, kurz. Ja. Und er hat gesagt, schöne Grüße. Ja. So, dann hätten wir das auch geklärt. 36 Lieblingsessen. Oh Gott. Sushi! Ich habe viele Lieblingsessen, aber wenn ich eins rauspicken müsste, wäre es Sushi. Obwohl ich sehr, sehr selten esse, muss ich sagen. Lasagne. Sehr gute Antwort. 37, Ort, den du besuchen möchtest. Ort, den du besuchen möchtest. Ist damit jetzt irgendwie Stadt gemeint oder so? Nehmen wir einfach mal. Okay. Welchen Ort oder welche Stadt oder was auch immer, welches Land würdest du gerne mal bereisen oder besuchen oder... Ja, ich traue mich ja kaum zu sagen, aber der ganze K-Pop-Wahn hat mich ja schon ein bisschen... Ja, aber ich muss auch wirklich, also das letzte Mal, als ich in Rom war, waren wir zusammen in Rom. Und da möchte ich wirklich, wirklich gerne nochmal hin. Rom will ich definitiv machen. Auf jeden Fall. Ja. Und mein lieblingserste Reiseziel, was bei mir immer noch auf meiner Liste steht, ist von den ganz vielen, von der ganz, ganz langen Liste, steht bei mir immer noch Ägypten an erster Stelle. Ja. Ich bin einfach ein Ägypten geschädigtes Kind und steht bei mir immer noch an erster Stelle, aber ich weiß nicht, ob sich in meinem Leben nochmal die politische Situation so verbessern wird, dass man sich dahin trauen kann. Aber wir könnten mal zusammen nach Berlin fahren und zu Nofretete pilgern. Die habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich war immer nur im Pergamon-Museum und bin zu diesem großen Pergamon-Altar gelatscht und habe da ein bisschen
meine Archäologie angebetet. Ich habe es noch nie geschafft, zu Neufortelia zu gehen. Das war eigentlich eine Schande, oder? Das ist echt eine Schande. Die ist doch so schön. Ja, ich liebe Neufortelia. Deal? Deal. Steffi! Genau, die nächste, mit der bin ich mir so gekommen. Weil ich bin ja schon an meinem Geburtstag mit der Kitty dort, mit der Steffi. Ah. Und wir feiern meinen Geburtstag bei. Ja. Steffi Sternchen. Ah. Ich hoffe, die kriegt jetzt nicht voll die Krise, weil ich immer Steffi rufe und sie kennt mich ja gar nicht. Aber nee, aber ich gucke schon, dich. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja miteinander schon Nachrichten geschrieben. Das deswegen, war ich. Genau, das war die Troller da. Und die Archäologin. Ja, also, ja, wer gedealt. Werden gedealt. Wir bestimmt mal machen. Und jetzt geht's weiter im Text. Achso, 32, das Buch, das du gerade liest. Ja, ich habe die Frage jetzt schon beantwortet mit zweiter Teil von Shades of Grey. Ja, ich habe gerade kein aktuelles. Okay. Dann 33. Moment. Nee, jetzt bin ich ganz raus. Bist du verliebt? 39. Ja. Ach, da. Nee, hatte ich die Frage dann überlesen? Ach, die hatte ich überlesen. Ach, ich bin da oben gerutscht. Okay, Entschuldigung. Nichts passiert. 39, bist du verliebt? Nein. Ja. Das war jetzt super synchro. Okay, nein, weiter. Alter, 40, letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast. Heute Morgen? Also wenn, ja... Gerade eben. Da muss ich nicht sagen, vor 2 Jahren. Gut, wenn ich meine Eltern mitzähle, dann habe ich meinen Papa auch geküsst, als ich ihm gesagt habe, ich habe ihn lieb. Habe ich ihn so auf der Haare so. dann 41, letztes Mal, dass du beleidigt wurdest. Beleidigt wurde? So richtig face to face? So du alte Rasch, du alte Schnitzel. Du ja, würde ich schon sagen. Außer dich hätte jetzt irgendein Berliner angemacht oder so. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, dann würde ich sofort anfangen zu weinen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, aber ich meine, hier auf YouTube wird man ja ständig beleidigt, wenn man das mit dazu zählt. Aber Gott, ich muss sagen, ich habe schon länger keine Beleidigungen mehr. Ich will sagen, das ist so der Grund, warum ich das noch nicht jemals. Ja, aber ich bin da mittlerweile auch abgestumpft, weil solange es nicht persönlich wird, ist mir das eigentlich. Aber die sind doch gleich von 0 auf 100 immer so mega persönlich. Das Problem ist, du darfst es nicht persönlich nehmen, aber wie soll man das machen? Ja, aber das machst du einfach nicht. Wenn du irgendwie was hörst, so von wegen, oh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kommentar bekommen würde, deine Freundin ist ja voll doof und voll hässlich oder irgendwie sowas, ne? Dann keine Sorge, der wird sofort gelöscht. Das geht noch? Ja, klar. Und der wird auch noch schön gemeldet, der Arsch. Auf jeden Fall, wenn sowas kommen sollte, das fände ich jetzt persönlich. Aber wenn da einfach, was ich zuletzt irgendwann mal, was aber auch schon vor einiger Zeit her ist, wenn da einfach nur steht, du fette Schlampensau mit einem doofen Namen oder sowas, irgendwie sowas in der Art hatte ich gehabt, dann das ist für mich einfach nicht wirklich persönlich. Das ist das, wenn du dann irgendwie mal bei dem auf dem Kanal guckst, dann gibt es Tausende, die da so beleidigt. Dann, aber was machen wir wozu? Wie alt sind die? Ich will es nicht wissen, also keine Ahnung. dann 42 Lieblingssüßigkeiten. Schokolade. Allgemein. Schokolade. In allem, an allem, um alles herum. Also ich muss sagen, meine Lieblingssüßigkeit ist Eis. Bei Eis kann ich alles vertilgen. Und was ich sehr gerne mag, ist eher nicht Schokolade, sondern eher so Kau-Sachen, so Kaubonbons, so diese Hitchlers mag ich sehr gerne. Die mochte ich als Kind schon immer und die liebe ich heute noch. Hast du auch diese Stangen, diese Fritz oder wie hieß es? Fritz, ja genau, die mag ich auch sehr. Die mag ich auch. Und sowas halt. Ja. Dann 43, welche Instrumente spielst du? Ich habe gelernt. Blockflöte und Klavierunterricht hatte ich auch mal eine ganze Weile, aber ich würde sagen, dass ich nichts davon wirklich beherrsche. Das ist erstens schon zu lange her. Ja. Und zweitens hat es nie richtig
gesessen. Ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Also ich muss sagen, ich habe mit Blockflöte angefangen, das kann ich heute auch noch spielen. Ich habe angefangen zu lernen Klavier. Da war meine, weiß nicht, Hand, Augen, beide Hand gleichzeitig Koordination, das war einfach nicht bei mir wirklich Habe ich auch gegeben. nicht funktioniert für So mich. einfache Stücke, so, ne, alle meine Entchen oder Flohwalzer oder sowas kriegt man Ja. noch hin. Aber wenn es dann schon irgendwie so an Bach geht oder sowas, dann ist bei mir der Ofen aus. Ja. Vor allem muss ich über jede Note immer schreiben, welchen Finger ich nehme. Ich muss immer dann schreiben, Ja. 2, 3, Ja. 1, 2. Das ist bei Also mir auch nie so anders, wirklich das hängen kann, geblieben, ja, einfach. das ist bei mir, ja, vor allem Ja. Noten lesen finde ich ganz schrecklich. Ich finde, sobald ich Noten lesen kann, was ich nicht wirklich kann, also ich kann es zwar schon in einer gewissen Art und Weise, aber viele Informationen fehlen mir. Ich glaube, wenn ich das wirklich könnte, dann würde mich das auch nicht mehr so interessieren. Und davor habe ich irgendwie Angst. Ach so. Keine Ahnung. Und dann habe ich auch noch mal neben Klavier und Blockflöte habe ich auch Geige gelernt. Das hat mich aber auch nicht so geflasht. Und dann hinterher, weil Blockflöte von allen Sachen noch das war, was ich am ehesten beherrschte, war, habe ich dann Saxophon gelernt, weil ich irgendwie eher sowas haben wollte, womit man auch mal in einer Band aufwarten kann. Das geht schlecht mit Blockflöte. Und dann, ja, Saxophon fand ich am coolsten und ich hatte, es gab zwei Sachen zur Auswahl, Schlagzeug oder Saxophon und ich glaube, meine Eltern waren froh, dass ich dann das Saxophon genommen habe, nicht das Schlagzeug. Und ja, deswegen, ja, aber das habe ich auch, wie gesagt, nur angefangen zu lernen und ich bin irgendwie nicht dran hängen geblieben, weil ich liebe Musik, ich mag es, Musik auch zu machen. Aber für mich ist immer noch dadurch, dass ich halt vom Chor ein bisschen geschädigt bin, ist Singen immer noch das Ja, Beste, kannst du auch. finde ich. Und mache ich auch immer noch heute sehr gerne. Leider nicht professionell, aber ich mache es Fast. immer noch gerne und fast. Und ja, deswegen. 44, Lieblingsschmuckstück. Da kann ich jetzt nur. Ja, wollte ich jetzt sagen, da geht gar nichts anderes. Der Aber auch dafür Ehering. zur Zeit, das hat meine Schwester mir aus Neuseeland mitgebracht. Oh, So. schön. Der ist ja Deswegen, das schön. trage ich auch sehr gerne. Also mein liebstes Schmuckstück ist momentan meine Uhr, die ich momentan nicht umhabe. Meine Tchibo-Uhr, die mag ich total gerne. Und natürlich meine zwei Herr-der-Ringe-Ringe. Ja, Ja, die habe ich immer noch ich und die auch. trage ich auch ab und zu noch. Jetzt momentan beim Sommer nicht so, weil ich Nee, mag es geht irgendwie nicht so nicht so dieses gut, ne? Kletschige. Ist so, ich habe auch immer so ein bisschen Probleme, wenn Leute die Ringe anhaben, irgendwie Teig kneten oder sowas oder irgendwas mit Essen machen, weil ich finde das immer, ich weiß nicht, ich finde immer Schmuck gleich unhygienisch. Ich weiß nicht, warum ich das so assoziiere, weil es ja eigentlich Ja, nicht so verstehe ich ist, schon aber irgendwie. vielleicht weißt du in etwa, was ich Ich mache meine den auch immer und ab für alles. Ich nehme ihn zum Putzen ab, also wenn ich halt so ja. richtig koche oder backe, nehme ich den halt auch ab. Da habe ich Genau. auch Ich nehme ihn gestern, auch zum Schlafen ab, das Witzige komischerweise. ist, ich habe da gestern auch mit meinen Eltern drüber gesprochen und habe dann auch gesagt, so Ringe finde ich gleich unhygienisch. Da sind wir auch irgendwie auf das gleiche Thema witzigerweise gekommen. Und mein Vater hat dann irgendwann so erzählt, so von wegen, ja, es gab ja auch so Momente, ja, da habe ich auch den Ring dann abgenommen und ihn als Kette um Hals getragen. Und ich so, was, so Herr der Ringe-mäßig? Ich so, das war voll schwul, sage ich so. Und mein Vater so, das habe ich damals nicht gemerkt, dass das schwul war. Und meine Habe Mutter ich nichts vorgemacht. nur so, sag mal, Werner, das war aber nicht zu der Zeit, wo, also es ist jetzt nicht zu der Zeit gewesen, wo wir verheiratet waren. Das war noch in deiner ersten Ehe. Und ich zu meinem Vater so, Papa, pass auf, was du jetzt sagst. So. Und er so, was, ehrlich? So, nein. Sehr geile Diskussion und nicht so Themenwechsel, Leute. Oh, Und mal herrlich. wieder too much Too information. much information. Abbruch. so, 45. Letzten Sport, den du gemacht hast. Sport. Das war Sport. Schulsport? Nee, gar nicht. Oh, mein Glück. Der Und, letzte Sport, den ich wirklich ernsthaft betrieben habe, so mit hingehen und Kurse haben, war Yoga. Ist das Sport? Yoga. Zumba. Bei mir war es Zumba. Dann 46, letztes Lied, das du gesungen hast. So, jetzt so mitgesungen? Richtig gesungen. Komplett? Ja.
Nein, also gesungen, ob es jetzt komplett war oder nicht. Ist mit ja Wörtern? Mit Wörtern, nicht nur. Dann mach du mal sondern, zuerst. Ja, das war das Be Good von Wakachi. Ah. Ah, nee, warte mal, wann hat das? Keine Ahnung. Und was ich auch noch gesungen habe, ist, war, Moment, was war denn das nochmal? K-Pop kann man so schlecht singen. Das habe ich nämlich gestern beides gesungen. Und zwar einmal dieses Wakachi, Be Good, oder beziehungsweise von Emily Kiri. Mhm. Und dann habe ich noch My Heart is Pierced with Cupid. Oh. Das habe ich auch. Kenne ich zwar nicht, aber klingt niedlich. Hast du nicht hier Dingsbums geguckt? Fluch der Karibik Teil 4, das ist das, was die Meerjungfrauen singen. Oh. Ich spiele es dir nachher mal vor. Und ja. Ja, mir fällt da jetzt nichts. Dir fällt nichts ein. Okay. 47 Lieblingsanmachspruch. Oh Gott, ich hasse Anmachsprüche, es gibt keinen Lieblingsanmachspruch. Nee. Bei dir auch nicht, ne? Nee. 48 hast du. Ach, den Anmachspruch, ob du den Anmachspruch hier benutzt hast. Oh Gott, ich habe kurz einen Schreck gekriegt. Nee, da ich keinen habe, benutze ich auch sowas nicht. Ich sage einfach immer Hallo. Ich mache Leute auch grundsätzlich nicht an, eigentlich. Nee, ich wollte gerade sagen, du bist ja verheiratet. Ja, aber auch so irgendwie. Nee, ich auch nicht, definitiv nicht. 49, letztes Mal, dass du mit jemandem gechillt hast. Wir chillen. Chillen. Wir chillen. Wir chillen heute, definitiv. Davor habe ich zuletzt mit der Alex halt gechillt, wo wir dann auch Sherlock geguckt haben. Weil bei ihr ist das wirklich so schön, weißt du, mit ihr kannst du auch mal wirklich so gar nichts machen. Ja, also mit ihr einfach nur liegen. Wir kuscheln uns dann meistens so an der Couch so aneinander. Ja. Und es reicht dann einfach nur, weißt du, wenn ich irgendwie so, weiß ich nicht, Musik anmache, irgendwas Jazziges oder so Köln-Konzert oder sowas. Mhm. Und dann hören wir einfach und liegen dann da und dann. Ach, weiß nicht, das finde ich immer, bei ihr finde ich das immer ganz klasse, weil bei ihr kannst du nicht so richtig, sie hat mir auch damals so Übungen genannt, wie du dich im Schlaf selber dazu bringen kannst, dass du geistig, sage ich jetzt mal so, deinen Körper verlässt. What? Um dann dich so, ich sag mal so komplett geistig so in das Bett reinfallen zu lassen, dass du komplett wirklich weg bist und sowas. Das weiß ich nämlich noch. Und dann habe ich das an dem Abend mal ausprobiert und ich war wirklich total irgendwie so richtig so paralysiert. So richtig so ein Schwebezustand, den man da so erreicht hat. So wie Meditation? So was Meditationsmäßiges. Und das hatte sie mir mal am Telefon erzählt. Also damals hatte sie ja nicht mehr in Essen gewohnt. Ja. Und sie jetzt wieder in Essen? Nee, die wohnt jetzt in Köln. Ich wollte gerade sagen. Aber ist schon schön, dass sie wieder näher bei uns wohnt. Ja, und das ist so, deswegen so mit Alex, das ist immer so richtig so, mit ihr kann man richtig so, so ganz abschalten. Schön. So, auch wenn man gar nicht will, man schaltet einfach automatisch ab. Alex, Sag weg. So, letzte Frage. Wer sollte diese Fragen als nächstes beantworten? Das ist an euch alle gerichtet. Definitiv. Ich habe niemandem bestimmtes, wen der Tag gefallen hat. Ich packe ihn unten in die Infobox rein. Da könnt ihr euch alle Fragen nochmal durchlesen und ihr könnt mir auch gerne ein paar Fragen rauspicken und oder eure Lieblingsfrage rauspicken und die in die Kommentare schreiben oder ein Video darüber machen und werde ich mir sehr Würde ich mich freuen, weil der ist ja schon sehr, sehr, sehr intim, so, ne? Wir kommen uns da ganz nah, so. Und ja, wir werden jetzt schön Cupcakes spachteln und chillen und weiter Alkohol trinken, obwohl ich nachher doch nicht noch fahren wollte. Aber egal. Und ja, es ist mal wieder ein super, diesmal ein sehr, sehr langes Video geworden, aber ich freue mich sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.